Herzlich willkommen bei Claris. Heute geht es um die richtige Lagerung und die Haltbarkeit von ätherischen Ölen. Das wird eigentlich ein ganz kurzes Video. Es gibt ein paar Dinge zu beachten. Und zwar erstens, alle ätherischen Öle, die ihr kauft oder wenn ihr welche selber macht, solltet ihr bitte immer in braunen oder blauen Gläser aufbewahren. Die sind nämlich ein bisschen lichtundurchlässiger und so halten sich die Öle, die Vitamine etc. auch länger. Ja, wir wollen gucken, dass wir die alle lichtgeschützt lagern und optimalerweise bei einer Raumtemperatur eigentlich bei ungefähr 8 Grad. Also Pi mal Daumen, 8 Grad ist die optimale Lagerung für ätherische Öle. Und wenn ihr das quasi lichtgelagert und ungefähr bei 8 Grad lagert, dann halten sich die meisten Zitrus- und Nadelöle ungefähr 1 bis 1,5 Jahre. Und viele andere Öle werden sogar über die Zeit besser, weil sie noch intensiver werden und nachreifen sozusagen. Genau, also wichtig, wenn ihr ätherische Öle selber macht oder welche kauft, achtet bitte immer drauf. Braune Gläser oder blaue Gläser, lichtgeschützt lagern und etwas, wo es ein bisschen kühler ist, also ungefähr 8 Grad in der Speisekammer, im Keller. Auf jeden Fall bitte nicht direkt am Fenster in der Sonne, da sollten sie nicht stehen. Dann könnt ihr ganz lange von diesem wunderschönen Duft Gebrauch machen. Das war's für heute schon. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Bis zum nächsten Video.